Hey Leute und willkommen zurück zu Steel Division nach einer kleinen Pause, die ich einlegen musste, weil ich einige Tage nicht im Lande war und keine Möglichkeit hatte, etwas aufzunehmen. Aber ich bin jetzt zurückgekommen und hab Steel Division angeschmissen und hab mir dann mal angeguckt, ob sich irgendwas verändert hat. Und siehe da, oh mein Gott. Also, ich habe dazu lustigerweise noch gar nichts im Internet gefunden, also zu dem Zeit, wo ich das jetzt aufnehme. Ich weiß nicht, wie neu das ist oder keine Ahnung, ob ich eine verbuggte Version vom Spiel habe. Aber wir haben, wenn man auf den Divisions-, also Battle Group Designer geht, mittlerweile, würde ich mal sagen, schätzungsweise alle Divisionen, die dann im Endeffekt auch im Release-Spiel sein werden. Und ich habe mir die jetzt noch gar nicht angeguckt, also angucken kann man die sowieso noch nicht. Ich kann hier nicht draufklicken auf die, die ausgegraut sind, also die, die nicht ausgegraut sind, hier wie Third Armored oder Second Infantry. Die gab es ja schon vorher. Ich kann hier nicht draufklicken. Ich klicke mal ganz laut. Da tut sich nichts, aber wir sehen hier eben schon, wer ins Spiel kommt, also was die Division angeht. So eine kleine Beschreibung haben die alle hier schon dabei, die ich euch jetzt gleich nochmal vorlesen werde, die ich selbst noch nicht gelesen habe, also ich bin da auch ganz gespannt, was da so dazu steht, und können wir hier eben sehen, wie viel Einkommen die haben werden und da so ein bisschen erahnen, wie die sie spielen werden. Und ich würde sagen, anfangen tun wir hier bei den Alliierten, und es sind nicht nur diese hier, ich scroll hier gerade mal ein bisschen durch, also man sieht schon, das sind einige, also ich schätze rein an der Anzahl hier, dass wir wirklich die Divisionen haben, die auch bei Release im Spiel sein werden. Und zwar anfangen möchte ich ganz gerne hier mit der 101st Airborne. Ist ziemlich berühmt, ziemlich bekannt durch die Miniserie, Band of Brothers, genau. Wie viele Folgen hat Band of Brothers? Na gut, ist nur eine Staffel, ist eine Miniserie, wie gesagt. Trotzdem die 101st Airborne. Ziemlich berühmt war die Luftlandedivision der Amerikaner, die ich glaube, 5 Stunden vor der Landung in der Normandie halt Luft gelandet ist und sowas. Und ja, hier sehen wir auch schon, das reflektiert sich auch so ein bisschen in den Punkten. Also wenn wir es hier mit der Third Armored vergleichen, die Third Armored hier in der Phase A, 65 Punkte, die 101st Airborne 100 Punkte schon. Und lesen wir uns mal kurz den Text durch. The Eagle, das sind ja auch genannt die Screaming Eagles. 101st Airborne relies mostly on its strong and versatile infantry, but is only supported by a few towed guns and M22 light tanks. Die kommen dann wahrscheinlich, es wäre cool, wenn die in Gleitern reinkommen. Thus being at its best in Phase A, das stimmt soweit, with limited anti-tank capacity until Phase C and the arrival of M10 tank destroyers from the beaches. Okay, das heißt im Grunde genommen so viel wie in Phase A und wahrscheinlich auch Phase B müssen die so ziemlich auf Infanterie setzen und dann erst in Phase C, wenn dann storytechnisch oder so die Panzer von den Stränden dann reinkommen, dann haben die auch so ein bisschen Panzerunterstützung. Phase B will require both skill and nerve to hold the ground. Also im Grunde genommen in Phase A spam so viel Infanterie wie du kannst. In Phase B versuch dein Territorium zu halten und in Phase C, da kriegst du dann so ein bisschen Panzersupport. Sehr interessant. Bin sehr gespannt auf die Einheiten, weil wenn die jetzt wirklich nur Infanterie bekommen am Anfang, okay, das kann sehr interessant werden. Bin ich sehr gespannt. Dann haben wir die ersten und so wie es aussieht auch die einzigen Franzosen im Spiel. Und zwar die Deuxième Blindée. Also die zweiten Blinden, irgendwie, keine Ahnung. The Swift. Also Entschuldigung, dass das hier auf Englisch steht, aber irgendwie das Spiel ist immer noch nicht auf Deutsch umgestellt, obwohl ich es selbst auf Deutsch gestellt habe. Naja, deswegen bleibt uns im Moment nichts anderes übrig, als es auf Englisch zu sehen. The Deuxième GB gives everything it has in Phase A, relying on elite recon troops, okay, light tanks and vehicles and even tank destroyers. In Phase A? What the fuck? But it soon gets outclassed in Phase B and C due to lack of high-end equipment. Also so ein bisschen Widerstand hieß ihm, oh ja. Oha! Ist tatsächlich mit 105 Punkten, hat noch mehr Einkommen als die 101st Airborne hier mit 100 Punkten. Und das meiste Einkommen aller alliierten Divisionen in Phase A. Gut, wo sind wir? Da. Phase B, geht immer noch mit 110 Punkten. Ist, glaube ich,
aber ja, ist nicht ganz das wenigste. Hier die Third Armored und die 101st, die haben noch etwas weniger. Aber in Phase C definitiv das geringste Einkommen. Also bin ich auch sehr gespannt auf die Einheiten. Ich glaube, das zieht sich jetzt hier so durch. Dann gehen wir weiter zu den Guards Armored, also wieder eine britische Division, Household Division. The Gentleman. Oh, the Gentleman. The Guards combine numerous tank and infantry, both of good quality. With Cromwell from Phase A and Firefly from Phase B. Oh, mehr Firefly-Panzer. Sehr, sehr schön. It grows more powerful with each passing moment. Yet, its economy tends to favor steady progression towards Phase C. Hence, choices will have to be made earlier on. Okay, das heißt, wir haben, okay, ja, mit 80 Punkten hier am Anfang ein gutes Mittelfeld. 125, 130 Punkten ist jetzt so, ja, ist okay. Aber ich freue mich tatsächlich sehr, sehr auf mehr britische Panzer. Also, gerade hier, also gut, Cromwells und Fireflies haben wir zwar im Moment schon im Spiel, aber leider auf deutscher Seite als Beute Cromwell und Beute Firefly. Ich bin sehr gespannt, wie die das so ändern werden hier, ob die da auch noch ein paar andere Panzer mit drin haben oder sowas. Auch sehr gespannt drauf. So, dann eine weitere britische Division, die 6th Airborne, die Red Devils. With Elite Infantry supported by Airborne Light Tanks and Naval... Naval Artillery, endlich haben wir es drin. Wie ich darauf gewartet habe. Marinebeschuss von... Ich hoffe, wir haben da die großen 380mm und vielleicht so 406mm Geschütze mit drin. Das wäre richtig geil. 6th Airborne owns Phase A. Und das mit 70 Punkten. Leck mich fett. Wollt ihr mich verarschen? Die einzige Division, die weniger Punkte hat, ist die Third Armored mit 70 Punkten. Owned Phase A. Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. But from Phase B, it must hold the conquered ground with its 17 Pounder and Air Support. Okay, ja, die 17 Pounder sind jetzt ja auch nicht schlecht. Steht jetzt nichts von Panzern, aber ja, wenn da Airborne ist, na gut, Airborne-Division, weiß ich jetzt nicht, ob die so viele, wenn überhaupt, Panzer haben werden. Trotzdem sehr gespannt auf die Naval Artillery, hier so ein bisschen Marinebeschuss, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und dann, was sind das? Kanadier, die 3rd Canadian Infantry, auch sehr nice. The Firebug. With its heavy personnel carriers and light flamethrower vehicles, 3rd CID, is at its best overwhelming the enemy in Phase A, when anti-tank threat is still minimal. Okay, also so ein Push-Rush-Infanterie, so wie es aussieht. But with its own anti-tank capacity only improving in Phase C. Okay, the Canadians can expect a hard time in Phase B. Ja, ich sehe gerade schon, also gegen die Kanadier werden eine sehr schwierige Zeit haben anscheinend gegen Panzerdivisionen von den Deutschen. Sehr interessant. Mit 70 Punkten hier am Anfang, mal gucken. Also wirklich viel kann man damit wahrscheinlich nicht machen. Es sei denn, die Infanterie ist wirklich sehr, 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 sehr billig. Und dann eine polnische Division. Oh Gott, ich kann kein Polnisch. Die erste Panzerna. Schätze ich mal eine Panzerdivision. Black Division. Ah, hier mit den geflügelten Husaren. Das Emblem kenne ich, aber müsste ich jetzt übersetzen, den Titel. Wahrscheinlich kenne ich die Division. The Vengeful. The Poles will immediately get to grips with their nemesis, unleashing everything they can from Phase A, including their Achilles tank destroyers and air support to soften the way. But this comes at a price with the less high-end equipment resilience in Phase B and C. Okay, das heißt, wir haben in Phase A wohl auch sehr viel rushen und dann so ein bisschen verteidigen in Phase B und C. Steht jetzt zwar schon was von Achilles, also Panzer und sowas. Ja, ob die dann ihre eigenen Panzer noch haben, rübergeschiffert aus Polen vielleicht, bevor Polen kapituliert hat. Mal gucken. Sehr interessant. Könnte spaßig werden. Ich weiß natürlich noch nicht, wie die spielen, aber bin gespannt. So, und jetzt kommen wir zu den Achsenmächten, weil die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und da freue ich mich jetzt, das kann man jetzt sehen, wie man will, da freue ich mich jetzt mal gucken, wer da jetzt so kommt. Boom. Okay. Einige bekannte Gesichter dabei, ganz oben hier schon die Panzergruppe leer. Oh, der Hammer.
with only a few light vehicles and a weak economy in Phase A. Leia has to be patient. Ja, okay, mit 75 Punkten am Anfang. it starts to improve in Phase B, yet still with a wanting economy. Mit, boah, 95 Punkte? Alter Schwede. Sekunde. 95, pff, die war okay. das schwächste Einkommen überhaupt in Phase B. Phase C, on the other hand, opens the floodgates of the German arsenal with all the heaviest and latest vehicles backed by a very good economy. Und wenn ich hier gerade jetzt links von meinem Mauscursor schon sehe, sehe ich Tiger und Tiger 2 Panzer. Best equipped one, even possessing its own Tiger and Tiger 2 Tanks. Oh, das wird ein Spaß zu spielen, denke ich mal. Freue ich mich sehr drauf, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, ja gut, in Phase A und Phase B muss man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Infanterie setzen. Schade, dass man erst in Phase C dann wirklich die guten Panzer bekommt anscheinend. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Es sei denn natürlich, man kann vielleicht ein oder zwei Tiger-Panzer oder Panther-Panzer irgendwie in Phase A oder Phase B schon bekommen und dann in Phase C vielleicht ein paar mehr. Aber sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Bis jetzt, also muss ich sagen, die Division, auf die ich mich spielerisch am meisten freue. So, dann gehen wir weiter. Die 21. Panzer Rommels Zirkus, angeführt von Edgar Feuchtinger. Hier oben haben wir Fritz Bayerlein, okay. Wo ist es? The Tinkerer. 21. Panzer ist the light cavalry, very strong in Phase A, with plenty of old French cavalry tanks and some custom-made vehicles. But it gets winded in Phase B, although in Phase C it can count on a few welcome Königstiger. Oh, das heißt, wir haben hier tatsächlich auch noch ein paar Tiger 2 Panzer mit dabei. Mit gerade in Phase A und Phase B sehr viel mehr Einkommen als die Panzergruppe leer. Auch sehr interessant. Wahrscheinlich so ein Kompromiss zwischen der Panzergruppe leer und der 12. SS Panzerdivision. Also die 12. SS Panzerdivision hat ja am Anfang schon mit dem Firefly einen sehr, sehr, sehr guten Panzer dabei. Die Panzergruppe Leer hat dann hier in Phase C wahrscheinlich die Oberhand. Und hier die 21. Panzerrommel-Zirkus wird wahrscheinlich so ein Mittelding zwischen den beiden sein. Mit relativ okayem Einkommen und vielleicht auch ein Tiger 2 irgendwo hier vorne, schätze ich mal in Phase B dabei. Aber dann in Phase C nicht ganz so viel Einkommen wie die Panzergruppe Leer. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich stell's mir eigentlich recht ausgeglichen vor. So, dann geht's weiter mit der 116. Panzer. Meine Güte, so viele Panzerdivisionen hier. Die Windhund-Division. The Sprinter. True to its emblem, the Greyhound. Also quasi der Windhund. Die 116. Panzer is a very strong division in Phase A. With a swarm of fast light vehicles and light tanks. Afterwards, it only slowly increases in power with Panzer 4 und Jagdpanzer 4 in Phase B and Panther in Phase C. Okay, keine Tiger und Tiger 2 hier in der Division. Erinnert mich jetzt sehr stark doch an die 12. SS Panzerdivision. Das Einkommen ein bisschen geswitcht hier von 70 auf 90 in Phase A und von 115 auf 100, dann relativ wenig, in Phase B. Phase C auch ziemlich wenig Einkommen. Muss man gucken. Also hier stehen ja jetzt auch nicht mehr, also stehen Panzer 4 und Jagdpanzer 4 stehen jetzt auch nicht so die größten, besten Panzer da zur Verfügung. Ähnlich wie die 12. SS Panzerdivision, die hat ja auch nur das Stärkste, was die haben, sind auch nur Panther, in Anführungszeichen nur. Hier dasselbe. Mal gucken, wie die so spielen. Also bis jetzt liest sich sehr gleich zur 12. SS Panzerdivision. So, dann haben wir hier endlich mal ein paar Infanteriedivision noch mehr, noch die dritte Fallschirmjägerdivision, die grünen Teufel. The Elite. Die dritte Fallschirmjäger relies mainly on a large number of elite paratroopers equipped with the best infantry weapons. Also da, denke ich mal, sehen wir sehr, sehr viele MG42 und sehr, sehr viele automatische Waffen. Although their firepower is unmatched, they can only rely on very light support and are at their best in Phase A. Wie sehr, sehr viele andere Divisionen tatsächlich auch, also was Infanterie angeht. Fallschirmjäger are the deadliest opponents one can face in close combat, but will be much less effective
On an open terrain. Ja gut, das ist ja mit jeglicher Infanterie so. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend bei Fallschirmjägern. There only the massive support of the Luftwaffe will help them progress. Okay, also reine Infanterietruppe. Hier so ein bisschen drauf gemacht, Fallschirmjäger und so in offenem Terrain nicht gut, aber welche Infanterie ist in offenem Terrain schon wirklich gut hier in dem Spiel? Gut, gehen wir weiter. Die 352. Infanterie, die Pegasus-Division, auch relativ bekannt eigentlich. Main Asset is its numerous and cheap infantry. Okay, das wird wahrscheinlich so Wegwerf-Infanterie sein. Lacking in the offensive, but well-suited and supported for defense in Phase A. Na gut, das ist jetzt nicht ganz so optimal für meinen Playstyle, weil in Phase A bin ich doch sehr aggressiv und Phase B und C doch sehr defensiv. Und hier steht jetzt, dass man in Phase A schon sehr defensiv sein soll, wo ich mir denke, ja, ich muss doch erstmal überhaupt Positionen einnehmen, die ich dann halten kann. Na gut. Slowly grows more powerful in Phase B and C with some very strong artillery and Anti-Tank Units. Okay, da erwarte ich dann auch wirklich gute Artillerie. Also wir haben ja bei der 17. SS Panzergrenadieren, waren das, glaube ich, haben wir ja die richtig geilen 105mm Geschütze. Also hier erwarte ich dann tatsächlich noch ein bisschen was Besseres. Und damit meine ich jetzt nicht so schwerer Gustav oder so, der einmal alle halbe Stunde feuert oder so, sondern da erwarte ich dann schon wirklich massive Artillerie-Batterien. Ah gut, bin ich auch sehr gespannt, was hier bei der Artillerie rauskommt. Und dann noch zu guter Letzt die 760. Infanterie, die Eichenlaub-Division. The Oldtimer. Uff, wieso auch immer Oldtimer? 716. Infanterie-Division, Soldiers are their best fighting as their... Was? Are at their best fighting as their fathers did in the Great War. Okay, by forming a strong point around MGs and infantry guns supporting... supported by artillery and only advancing under cover of infantry tanks. Oh, das wird wahrscheinlich für mich auch sehr interessant werden, weil ich es ja mag, Baumreihen und sowas zu befestigen und dann mit Feuerüberlegenheit vorzugehen, dass ich dann erstmal die gegenüberliegende Baumreihe niedermähe mit MGs und Artillerie und sowas und die Infanterie dann vorrücken lasse. Könnte sehr interessant werden für mich. Steht jetzt auch gar nichts von Panzern oder sowas drin, wie bei den anderen Infanteriedivisionen, die wir hier haben, tatsächlich auch. Also hier bin ich tatsächlich auch gespannt, was für MGs die haben, weil ich im Grunde genommen MG42 und MG34 haben wir ja schon im Spiel. Also was die 716. Infanterie hier so besonders macht, bleibt noch abzuwarten, weil im Grunde genommen das, was hier beschrieben wird, kann ich auch schon mit der... Eigentlich mit allen. Kann ich schon mit der 91., mit der 17. und mit der 12. hier machen. Da brauche ich die 716. nicht. Da unten steht noch was. With few effective anti-tank assets in reserve, must rely on early available 88mm dual-purpose guns and air support to break enemy advances and progress itself. Schön, dass man hier die 8-8er schon in Phase A hat. Ja, ich frage mich halt jetzt nur, wie viele davon, vielleicht nur eine, vielleicht 10 oder sowas. Also, könnte im Grunde genommen alles sein. Bin ich auch sehr gespannt. So, kleines Fazit von mir aus, also bei den Alliierten bin ich, glaube ich, im Moment am gespanntesten auf die Guards Armored, weil ich einfach sehen will, was für Panzer die mitbringen. Alles andere hier, ja gut, Abwandlungen davon haben wir schon so oder so im Spiel. Auf die, ja gut, 101st Airborne, einfach wegen dem Berühmtheitsfaktor freue ich mich auch sehr drauf. Und vielleicht kriegen wir ja mal eine Luftlandedivision rein, die auch tatsächlich Luftlandungen macht und nicht einfach mit Trucks dahin fährt. Das wäre ganz nice, wenn die das irgendwie einbauen. Gerade für Phase A einfach so ein paar Stellungen sehr, sehr frühzeitig einnehmen. Das wäre sehr schön. Aber Guards Armored freue ich mich einfach auf die britischen Panzer. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen Unterschiede und sowas reinzubringen. Und bei den Achsenmächten ganz klar die Panzer leer hier mit Tiger 2 und sowas. Hier unten stand jetzt nochmal, ja genau, bei den 21. Panzern steht auch noch was vom Königstiger und so, kann ich mich auch drauf freuen, aber ich freue mich einfach hier auf die wenigen Punkte in Phase A und B, also da so ein bisschen mit klarzukommen, um dann in Phase C einfach
die fette Manufaktur dazu haben. Also die, ja, gut, freue ich mich einfach drauf, da ein bisschen was auszuprobieren. Die anderen deutschen Divisionen, muss ich tatsächlich sagen, ja, recht interessant, aber jetzt nichts Bahnbrechendes mit dabei. Also jetzt nicht so wie, ja gut, bei der 101st, vielleicht machen sie es, vielleicht machen sie es nicht, aber hier so Guards Armor, okay. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Sagt mir doch einfach mal, auf welche der hier kurz vorgestellten Divisionen ihr euch am meisten freut. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mit diesen Divisionen im Spiel wieder. Und ich versuche jetzt demnächst auch mal ein bisschen mehr wieder zu spielen. Jetzt, wo ich hier, ja, zumindest wieder einen angestammten Wohnsitz habe und wieder am PC sein kann. Und schauen wir mal. Vielleicht klappt es wieder ein bisschen regelmäßiger. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.